guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Neuköllnerinnen und Neuköllner, herzlich willkommen zum 29. Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt. Wir sind hier zusammengekommen, um diese Tradition Neuköllns zu pflegen und, wie ich finde, einen der attraktivsten und charmantesten Weihnachtsmärkte zu feiern. Begleitet werden wir natürlich von Knecht Ruprecht und den Engeln und von einem Ehrengast, der gleich zu uns sprechen wird. Das Bezirksamt ist vor einer Woche neu gewählt worden und ist deswegen auch komplett bis auf unseren Volksbildungsstadtrat angetreten, um Sie alle hier herzlich zu begrüßen. Als erstes zu meiner Linken Frau stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Stefanie Vogelsang als Leiterin der Bauabteilung. Herr Thomas Blesing als neuer Leiter der Abteilung Jugend. Herr Michael Freiberg als Leiter der Abteilung Gesundheit, Umwelt und Bürgerdienste. Und Herr Michael Büge als Leiter der Abteilung Soziales. Das ist das neue Bezirksamt, was Ihnen auch künftig mit Rat und Tat zur Seite steht. Ich freue mich, dass Sie alle hier so zahlreich zur Eröffnung gekommen sind, und es ist unmöglich, alle Ehrengäste aufzuzählen, und deswegen begrüße ich als allererstes diejenigen, die ich jetzt anschließend vergessen werde. Ich begrüße als erstes die Fraktionen aus der Bezirksverordnetenversammlung unter der Führung ihrer Fraktionsvorsitzenden Platz. Ich begrüße aus dem Abgeordnetenhaus Frau Jutta Weißbecker. Ich begrüße Herrn Dr. Fritz Felgentreu. Ich begrüße Frau Kirsten Flesch. Den Abgeordneten Sascha Steuer aus Rudow. Den Abgeordneten Ralf Reppert. Oma aus Herfurtplatz. Danke. So. Ich begrüße aus dem Deutschen Bundestag Herrn Dr. Dittmer. Meine Damen und Herren, dieser Weihnachtsmarkt ist dadurch geprägt, dass er nicht kommerziell ist. Jede Mark, die hier ausgegeben wird, geht zu für wohltätige Zwecke in gute Hände. Und wir geben Ihnen in diesem Jahr die Riesenchance. Nehmen Sie sie wahr. Die letzten Markstücke, die Sie haben, diese können Sie eh bald nicht mehr gebrauchen. Werfen Sie Ballast ab. Machen Sie die Taschen frei. Gehen Sie hin, gehen Sie an die Stände. Wir haben dort Menschen extra für Sie abgestellt, die das für Sie sortieren, einsammeln und dann auch entsorgen. Also öffnen Sie das Herz, öffnen Sie das Portemonnaie. Der Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt ist eine Chance, wie Sie eine zweite im Jahr kaum haben. Wir sind hier zusammengekommen, um Tausende von Stunden ehrenamtlicher Helfer zu belohnen, die alle dafür gesorgt haben, dass Sie hier einen Weihnachtsmarkt erleben, ohne dass Sie dafür auch mit Dingen konfrontiert werden, die eventuell Sie nicht so gefallen. Wir haben in diesem Jahr keinen Schnee, wir haben keinen Regen, aber was wir Gott sei Dank hatten, waren Sponsoren. Ich bedanke mich im Namen des Bezirksamts bei der Berliner Kindelbrauerei, der Firma Ingolf Schmoll, bei Tilo Harry Wollenschläger, bei der Porwin KG, bei der Firma Müller-Zeiner, bei der Firma Grützmacher und der Firma Höhenbrot. Alle diese Firmen, gute Adressen, und wenn Sie das nächste Mal noch Geld ausgeben wollen, erinnern Sie sich daran, welche Namen hier gefallen sind. Es dient auch dazu, dass wir im nächsten Jahr
wieder auf offene Herzen treffen, wenn wir anrufen und sagen, es ist Weihnachtsmarkt und es darf gespendet werden. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich bei allen, die hierzu beigetragen haben, bei den fleißigen Helfern. Ich begrüße ganz herzlich auch die Vertreter der Bundeswehr. Ich begrüße ganz herzlich die Vertreter des BGS, alle hier des THW, alle hier angetreten, um diesen Weihnachtsmarkt zum Erfolg zu führen. Nie ist die Stadt schöner geschmückt als zu dieser Jahreszeit mit Lichtern und mit Lampen. Ich möchte jetzt das Wort an unseren Ehrengast des heutigen Tages geben, mit der Bitte, einige Worte an uns zu richten und vielleicht für uns im Namen unserer Freunde diesen Weihnachtsmarkt im Jahre 2001 zu eröffnen. Es ist unser Freund Beuche, der zweite Bürgermeister aus der Partnerstadt Ústí nad Orlicí aus der Tschechischen Republik. Dámy a pánové, vážení přátelé, milé děti. Sehr geehrte Damen und Herren und liebe Kinder. Partnerství mezi městy Ústí nad Orlicí a Berlínem Neukölln trvá již řadu let. Opravdu je to úctyhodných řadu let a oficiální smlouva byla podepsána v roce 1989. Partnerschaft zwischen unseren Städten, zwischen Ústí nad Orlicí und Berlin, dauert seit einigen Jahren. Der offizielle Vertrag, Partnerschaftsvertrag, wurde bereits 1989 unterzeichnet. My jsme dneska s panem starostou Buškovským začali hovořit o tom, jakou podobu by měly mít partnerské vztahy do budoucna a zdá se, že máme naprosto společnou řeč a přál bych si za nás, za všechny, aby partnerské kontakty s Neuköllnem se rozvíjeli i nadále velmi dobře. Wir haben heute bereits mit Herrn Bürgermeister Buškovský über unsere Partnerschaft gesprochen und wir haben festgestellt, dass wir gleicher Meinung sind und wir werden dafür sorgen, dass unsere partnerschaftlichen Beziehungen in der Zukunft sich noch mehr und noch besser entwickeln. Dovolte, abych vás jménem vedení města Ústí nad Orlicí, ale především jménem jejich občanů srdečně pozdravil. Und erlauben Sie mir, dass ich Sie im Namen meiner Mitarbeiter des Rathauses in Ústí nad Orlicí und vor allem im Namen aller Bürger der Stadt Ústí nad Orlicí herzlich begrüße. Dovolte, abych vás všechny, a je vás tady obrovské množství, pozval také na návštěvu našeho stánku, který je asi 100 metrů vedle tohoto pódia. Und erlauben Sie mir auch, dass ich Sie alle, und ich sehe, es ist eine Riesenmenge hier, dass ich Sie alle zu unserem Stand einlade. Der ist ungefähr in 50 Meter entfernt von diesem Podium. A já už dlouho hovořit nebudu. Blíží se čas vánoční a já bych si přál, aby jsme všichni společně prožili tento čas vánoční opravdu v klidu, v pohodě, v míru a v lásce. Přeji si, aby pro nás, pro všechny lidi na této planetě byl mír i nadále zachován a aby naše vztahy byly nadále velmi přátelské a bohaté. Ich werde nicht mehr lange sprechen. Ich möchte nur noch sagen, die Weihnachtszeit rückt immer näher und ich möchte uns allen wünschen, dass diese Zeit, dass wir sie alle in Frieden und in Ruhe verleben, dass der Friede und Ruhe in der ganzen Welt herrscht und dass unsere partnerschaftlichen Beziehungen genauso schön und noch schöner in der Zukunft werden. A pokud budete na návštěvě v České republice a pokud navštívíte východní Čechy a malé 15-tisícové město Ústí nad Orlicí, budete vždy velmi srdečně vítáni. Já vám moc a moc děkuji. Und sollten Sie irgendwann in die Tschechische Republik kommen und Ostböhmen besuchen, da gibt es eine kleine Stadt mit 15.000 Einwohnern. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, Sie werden immer sehr teure und sehr willkommene Gäste sein. Ich danke Ihnen.
Meine Damen und Herren, das Bezirksamt Neukölln wünscht Ihnen allen friedliche und besinnliche Weihnachtstage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein gesundes und friedliches 2002. Wir danken Ihnen, dass Sie hierher kommen. Nutzen Sie die nächsten drei Tage. Wenden Sie sich Ihren Nachbarn, Ihren Freunden zu. Nehmen Sie sie unter den Arm, bringen Sie hierher. Genießen Sie das Programm. Es ist eine gute Adresse. Es ist Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt und der ist eröffnet. Thank you.